Hi zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir sprechen heute mal wieder über das Format, wo ich Outfits zeige. Wie nenne ich denn das? Nachhaltiger Kleiderschrank, glaube ich. Muss mir mal einen neuen Namen dafür einfallen lassen, weil finde ich irgendwie nicht mehr so passend. Bei mir gibt es eine Besonderheit, wer mich noch nicht kennt. Ich trage Secondhand-Kleidung, weil ich eben zeigen möchte, deswegen heißt oder hieß das Format ja nachhaltiger Kleiderschrank, weil ich zeigen möchte, dass man über Secondhand-Kleidung sich durchweg gut kleiden kann. Über Jahre hinweg habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass sich an diesem System einfach nichts ändert. Ich habe euch mal eine Doku unten im ersten Kommentar verlinkt, die möchte ich euch mal wirklich ans Herz legen. Sie ist aber ein bisschen brutal. Fast Fashion-Industrie, wie sie mit der Gesundheit von Menschen spielt. Und da ist jetzt weniger der Fokus an der Natur, mehr an der Gesundheit der Menschen, die die Kleidung herstellen und wie wir halt mit der Kleidung umgehen, dass sie uns halt einfach nichts wert ist. Und da ist der Endkonsument noch nicht mal das Problem, sondern die Hersteller, die massenweise die Sachen wegschmeißen. Ja, das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Naja, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, bin jetzt seit 5 Jahren oder so im Game. Ich habe jetzt nicht geguckt, seit wann ich richtig safe angefangen habe, Secondhand zu kaufen und eben nachhaltig auch noch zu kombinieren. Ja, und das Schlimme ist halt, diese Sachen sind halt zum Teil nagelneu. Na, also ist ja schon was, von dem ich profitiere, aber andererseits durfte ich ja nicht davon profitieren, wenn was an dem System besser werden würde, denn in 5 Jahren hat sich nichts verändert. Und in 5 Jahren ist es eher so gewesen, dass Kleidung inzwischen fast gar nichts mehr wert ist. Und ich zum Teil Hosen für 3, 4 Euro halt einfach so kaufen kann. Und Jacken und so. Und das macht mich halt schon besorgt, denn wie gesagt, Textilien sind heutzutage einfach nichts mehr wert. Aber guck dir mal den Secondhand-Markt an, wenn du das noch nicht tust, da kann man richtig gut einkaufen. Gerade wenn man zum Beispiel nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Ich habe wieder alles in meinem Notizbuch und wir fangen mit Outfit Nummer 1 an. Das ist diese blaue Jogginghose, die ich im Sommer immer trage. Ist halt super cool, weil es so ein bisschen luftiger ist, ein bisschen bequemer ist und ich sage immer dazu, so ein gutes ADHS-Outfit auch, weil du bist dann einfach locker flockig gekleidet, besonders mit der Jogging. Das ist so eine Kombination aus Jogginghose und Stoffhose. Ich weiß immer nie, wie das heißt. Dazu trage ich mein orangenes T-Shirt. Speichelt mir jetzt mit meiner Hautfarbe nicht so, aber das habe ich mir halt eben auch Secondhand geschossen und da gab es zu dem Zeitpunkt keine andere Farbe. Ich würde mir irgendwann eine andere zulegen, schwarz oder blau oder so, mal gucken. Gibt es ja einige Farben, wenn mir wieder irgendwie was über den Weg läuft, aber derzeit ist es halt nur das Orangene und das kombiniere ich gerne. Und was habe ich für Schuhe getragen? Ich habe Nikes getragen, die lustigerweise vorne, da hat sich der Kleber so ein bisschen aufgelöst durch die Wärme und durch das häufige Tragen. Und jetzt habe ich sie lange nicht getragen und jetzt ist das vorne wieder geklebt. Oh, frag mich nicht. Zweites Outfit. Wie gesagt, Notizbuch, da spickle ich immer ein bisschen. Im zweiten Outfit trage ich mein gestreift schwarz-weißes T-Shirt. Das mag ich ja unwahrscheinlich gerne, weil es so ein bisschen lockerer sitzt auch. Meine Levi's Jeans, die habe ich mal in einem Kilogramm Verkauf gekauft. Lass die Finger von diesem Kilogramm Verkauf ohne Witz. Also die machen ohne Ende Geld und das könnt ihr auf anderem Wege mehr besser einsetzen. Was habe ich damals gekauft? Ein Pulli und ein Pulli und eine Hose und das war schon über ein Kilogramm. Und dann musste ich, glaube ich, 60 Euro oder so zahlen und daran merkt man schon. Die Hose hatte einen Ratscher hinten drin, musste ich immer, oder die muss ich zurzeit auch mal wieder nähen, weil die halt einfach, da ist ein Riss mitten durch den Arsch durch und das ist nicht so geil. Und dazu trage ich meine weißen Chucks. Im dritten Outfit trage ich ein T-Shirt von What About Tea.
Das ist eben eine nachhaltige Marke. Und gerade bei so T-Shirts, so ja, Basic-T-Shirts, kann ich euch das echt empfehlen, weil die meistens noch nicht mal arg viel teurer sind als andere T-Shirts. Das ist ein Khaki-T-Shirt. Jetzt gefällt es mir von der Farbe her. Am Anfang habe ich Schwierigkeiten gehabt, weil nicht jedes Khaki ist einfach gleich. Dazu trage ich einmal eine Federhose von Zara, auch eben secondhand gekauft. Und die sitzt vielleicht nicht perfekt, aber sie ist bequem und sie ist super für den Sommer, weil das ist so eine Culotte. Und bei mir sind Culottes halt bis unten lang. Muss Culottes meistens nicht kürzer machen. Das ist natürlich für jemand, der so klein ist wie ich, perfekt. Und dazu trage ich meine weißen Pumas. Nächstes Outfit, und heute gibt es nur 7 Outfits, weil ich dieses Outfit aus Versehen doppelt getragen habe. Und ja, wie gesagt, na, heute nur 7 Outfits. Normalerweise packe ich immer 8 rein. Hier trage ich meine Jeansjacke mit den Rosen. Jetzt überlege ich gerade, von welcher Marke das ist, aber es spielt ja eigentlich im Endeffekt keine Rolle. Die ist so ein bisschen abgefuckt, die hat so ein bisschen Löcher schon und die mag ich echt gerne. Zumachen kann diese leider nicht. Ich habe immer das Problem, ich bin knapp 1,60 groß. Meine Schultern sind relativ, ja, von einer kleinen Frau halt, und dann habe ich halt ein bisschen Oberweite, und wenn ich dann XL-Jacken trage, dann lappt mir das meistens hier immer über. Sieht auch nicht geil aus, besonders bei Jeansjacken. Und daher habe ich hier nur eine L-Jeansjacke. Ich meine, mir hat die Jeansjacke auch gefallen, ganz klar. Aber so XL-Sachen, ich versaufe da ganz oft dran. Das sieht ganz übel aus. Dazu trage ich mein dunkelgraues neues Shirt. Ist das von Zara? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall so eine Faser, die nicht so toll ist, die sich hier auch im Wasser, die im Wasser so Mikroplastik abgibt. Aber das habe ich für 4 Euro geschossen oder so. Das ist richtig, richtig krass. Dazu trage ich meine schwarze Stoffhose von H&M. Auch nicht direkt bei H&M gekauft, sondern eben auch wieder Secondhand gekauft. Und wenn man so Stoffhosen im Schrank hat, die ein bisschen besser aussehen, meiner Meinung nach braucht man das schon, um mal ein bisschen anständiger rüberzukommen. Und dazu trage ich meine weißen Pumas. So, nächstes Outfit. Mein rot-weiß gestreiftes T-Shirt von Forever 21 oder so ist die Marke. Aber ich mag das Shirt echt gerne und ich habe das echt schon lange. Allerdings hat sich sehr schnell gepillt. Was aber jetzt das Pilling nicht notgedrungen Qualitätsmerkmal ist. Ne? Also von dem her. Ich mag das T-Shirt echt gerne. Allerdings Sachen, die bei mir weiß sind, wenn es nur Streifen sind, die vertrecke ich relativ schnell. Also irgendwie im Kaffee kleckerer ist oder Essen oder so. Das ist Katastrophe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dazu trage ich meine Gina-Trikot-Hose, die ich heute auch anhabe. 4 Euro. Ich finde es einfach wahnsinnig. Ist eine ganz coole Jeans. Es hat nichts Besonderes, hat keine Waschung und nichts. Aber gut, ich meine, das habe ich ja nicht erwartet von einer Hose, die für mich 4 Euro gekostet hat. Und dazu trage ich meine Vans, Lieblingsschuhe, absolute Lieblingsschuhe. Die habt ihr, glaube ich, in meinen letzten 2 Favoritenvideos auch gesehen. So, Outfit Nummer 6. Da trage ich mein lila Shirt, das so ein bisschen weiter ist. Und ich mag das nicht mehr so. Irgendwie sitzt es nicht mehr richtig. Also es gab eine Zeit, wo ich das echt gerne getragen habe. Bloß jetzt irgendwie, klar, wenn ich mir Kleidung kaufe, dann rocke ich die runter. Also die kann keiner mehr nach mir tragen. No way. Und das T-Shirt ist halt wieder das Beispiel, weil es schon so ein bisschen ausgeleiert ist. Aber dennoch, ja, in der Kombination habe ich es ganz gerne getragen. Lila Shirt. Ich kenne die Marke, glaube ich, nicht. Oder mir fällt gerade nicht ein, wie die Marke heißt. Dazu habe ich auch meine Gina-Tricot-Jeans. Und meine Vans passen halt in Kombination unwahrscheinlich gut dazu. Ich trage eh jetzt gerade im Moment so oft die Vans, das ist abartig. Allerdings
haben die sich ein bisschen verfärbt. Das dachte ich mir schon von der Farbe, vom Stoff her. Outfit Nummer 7, und das ist jetzt das letzte, weil das Outfit Nummer 8 ist eigentlich das gleiche wie das mit der Jeansjacke, das ohne Jeansjacke. Da trage ich mein braunes Marco Polo Shirt. Das sitzt nicht ganz einwandfrei. Ich hatte schon mal eins von Marco Polo und das hat sich auch so komisch aufgelöst vom Gewebe her. Ich kenne das normalerweise gar nicht, dass sich das Gewebe so auflöst. Also, dass das Shirt immer größer wird. Und das ist bei dem hier jetzt auch so. Du kannst halt schon fast durch das Shirt durchgucken. Mag ich nicht so. Wer mag das schon? Eine schwarze, weite Hose, Stoffhose von Sarah, die habe ich schon fast vergessen. Sitzt nicht einwandfrei, ne? Also sie ist ja nicht so ganz auf meinen Körper geschnitten, muss man sagen. Aber von dem, also wie es so von außen aussieht, passt schon. Aber ich habe so meine Mankos mit der Hose, deswegen trage ich die halt nicht so regelmäßig. Dennoch ist sie bequem, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist. Ja, und dazu trage ich meine Athletics, die ich auch, glaube ich, für 4, 5 € geschossen habe. Und die Schuhe kosten normalerweise schon so 30, 40 €. Athletics, wer es nicht weiß, ist die günstigere Variante, also die nachhaltigere Variante. Vom Preis her sind die nicht mehr weit auseinander von den üblichen Chucks. Also kann man sich auch mal überlegen, solche Schuhe zu kaufen. Aber Chucks trage ich halt schon auch gerne. Kauf mir die aber nachhaltig, also Secondhand. Ja, was waren eure Lieblingskombinationen? Kaufst du selbst schon Secondhand ein? Würde mich mal interessieren. Schreibt mir das gerne unten mal in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.